In diesem Video soll es um die Frage gehen, wie groß sind Atomkerne, was uns direkt zu dem Rutherfordschen Streuversuch von 1909 führt. Wir fangen direkt mit dem Aufbau, das wir uns in Form einer Skizze anschauen. Und zwar findet das Experiment in einer mehr oder weniger zylinderförmigen Dose an, die wir jetzt aus der Vogelperspektive skizzieren. In dieser Dose befindet sich ein Behälter mit einem radioaktiven Präparat und dabei handelt es sich um Quelle einer radioaktiven Strahlung und konkret um einen Alpha-Strahler. Und Herr Rutherford hat in seinem Versuch als radioaktives Material das Radon 222 benutzt. Die Dose selbst ist, man sagt, evakuiert. Evakuiert bedeutet, da wurde die Luft weitgehend ausgepumpt, also wir haben dort ein Vakuum. Außerdem befindet sich in der Dose eine ganz, ganz dünne Goldfolie und mit sehr dünn meine ich, dass diese etwa 1000 Goldatome dick ist, also eine ganz, ganz feine Folie. Und auf der anderen Seite der Folie haben wir zuerst einen Detektor und dieser soll drehbar gelagert sein. Und was meine ich jetzt mit drehbar gelagert? Wir können diesen jetzt entlang dieser Wand sozusagen bewegen, sodass wir mit unterschiedlichen Winkeln auf diese Folie drauf gucken können, sodass wir zum Beispiel so einen Detektor hier unter dem Winkel von 60 Grad platzieren können. Und mit 60 Grad ist gemeint der Winkel zum Lot, also zu der senkrechten Geraden zu dieser Fläche, sodass in dieser Stellung wir einen Winkel von 0 Grad haben. Da wären wir, wie gesagt, 60 Grad. Dort hätten wir wahrscheinlich sowas wie 30 und da 90 und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es verständlich ist. So, was passiert dann? Wir haben eine Öffnung in dem Behälter mit dem radioaktiven Material, sodass dort die Alpha-Teilchen den Behälter hier verlassen können. Und dadurch entsteht ein Strahl aus Alpha-Teilchen. Und was wissen wir über die Alpha-Teilchen oder was wusste Rutherford schon damals? Das sind massenreiche positiv geladene positiv geladene radioaktive Strahlung. Was er damals nicht wusste, was wir aber jetzt wissen, es handelt sich dabei um Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen bestehen. Und das entspricht einem handelsüblichen Heliumkern. Rutherford wusste es damals aber noch gar nicht. Er konnte es auch nicht wissen, zum Beispiel das Neutron war zu dieser Zeit noch gar nicht entdeckt. Das Teilchen namens Neutron wurde erst 20 Jahre später entdeckt. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns gerade in der Zeit, wo wir die ersten großen Entdeckungen bezüglich der Atome und des Atombaus machen. So, bevor ich jetzt die Zeichnung gleich vervollständige, notieren wir erstmal die Durchführung. Die Goldfolie wird mit der Alpha-Strahlung beschossen und mit Hilfe des Detektors werden die an der Goldfolie gestreuten Alpha-Teilchen registriert. Gestreut bedeutet, wir gehen davon aus, dass die Teilchen hier irgendwie mit der Folie interagieren werden und unter verschiedenen Winkeln dann die Folie jetzt verlassen werden und durch diese drehbare Lagerung können wir die Teilchen zählen, die pro, sagen wir, Minute oder pro Sekunde auf diese Fläche dann treffen. Also wir bringen den Detektor in diese Stellung, warten ein bisschen, zählen die Teilchen, die da aufgekommen sind, verschieben das Ganze, warten die gleiche Zeit, zählen die Teilchen und so weiter und so können wir einmal rumkommen und einfach die Winkel notieren. Ich selbst habe das Experiment nicht durchgeführt und beziehe mich deshalb auf Daten aus einem Buch und zwar aus dem Buch Experimentalphysik 3 von Wolfgang Demtröder, was ich jetzt hier als Demtröder 3 abkürzen möchte.
damit wir gleich die Tabelle besser verstehen können. Unser Detektor misst jetzt nicht die Teilchen unter einem bestimmten Winkel, sondern einfach in einem gewissen Bereich. Also unser Detektor hat jetzt eine, sozusagen so ein Fenster hier, und alle Teilchen, die in diesem Fenster landen, werden detektiert. Und da kann man jetzt nicht sagen, ist unser Teilchen einfach so verlaufen oder so verlaufen, dass er jetzt gerade so im Detektor gelandet ist. Deshalb können wir jetzt nicht bestimmte Winkel eingeben, sondern Winkelbereiche. Das bedeutet, diese Schreibweise hier, Winkel 15 Grad, bedeutet, das sind die Teilchen, die bis zu dem Winkel von 15 Grad in den Detektor angekommen sind. Also man hat jetzt so einen Trichter, in dem die Teilchen im Detektor gelandet sind und nicht einen feinen Strahl, jetzt nur zum Verständnis. So, und gezählt worden jetzt bis zu dem Winkel von 15 Grad 132.000 Teilchen, von 15 bis 30 Grad 7.800, von 30 bis 45 1435, bis zu 60 Grad 477 und so weiter. Also wir sehen, diese Werte nehmen rapide ab. Und es gibt sogar Teilchen, die an der Folie reflektiert wurden. Wir haben jetzt aber einen Winkel von über 90 Grad, also 150 wäre ungefähr da. Also wir können jetzt nicht unseren Detektor dazwischen legen. Wahrscheinlich gibt es auch sogar welche, die unter dem Winkel von 180 Grad zurückreflektiert wurden. Und das ergänzen wir jetzt in der Zeichnung. Also die meisten Teilchen haben die Folie sozusagen mehr oder weniger so passiert, aber es gab auch welche, die unter diesem Winkel die Folie verlassen haben, und es gab auch welche, die einfach reflektiert wurden unter so einem Winkel oder sogar so einen Winkel und so weiter. Und das ist für die Menschen, die das Experiment damals durchgeführt haben, sehr verblüffend gewesen. Und es hat etwas gedauert, bis sie das erklären konnten, aber Rutherford selbst, also der Mensch, der das Experiment durchgeführt hat, war auch in der Lage, ein Modell zu liefern, das das Ganze auch erklären konnte. Wahrscheinlich stellt ihr euch die Frage, wo ist jetzt das Problem in dem Ganzen? Um das nachvollziehen zu können, müssen wir uns in die Lage von Rutherford versetzen. Und zwar kommen wir zu der Deutung, also nach der Thomsonschen Atomvorstellung wären im Prinzip zwei Beobachtungen möglich. Also zu der Zeit, wo das Experiment durchgeführt wurde, gab es ja das Thomsonsche Atommodell als die gängige Atomvorstellung. Also die erste Möglichkeit, die Alpha-Teilchen werden einfach an der Goldfolie reflektiert. Ich stelle mir das folgend vor: Wir haben jetzt ein Alpha-Teilchen und eine Goldfolie, wo die Goldatome sehr dicht aneinander sind. Und dann wird einfach ein Alpha-Teilchen an der Goldfolie reflektiert. Der kommt da einfach nicht durch. Da haben wir jetzt einfach dort ein reflektiertes Alpha-Teilchen. Und die mögliche Erklärung: Atome sind dicht aneinander platziert und da kommt diese Strahlung einfach nicht durch. Die zweite Möglichkeit, und das ist eigentlich auch das, was Rutherford, wovon er ausgegangen ist, es dann später messen zu können: Atome werden in einem kleinen Winkel gestreut, und die dazu passende Vorstellung ist die folgende: Wir haben wieder ein Alpha-Teilchen und wieder die Goldfolie, und da passiert aber Folgendes: Wir haben jetzt hier das Alpha-Teilchen und das trifft irgendwie so eine Stelle zwischen zwei Goldatomen und wird an allen so ein bisschen reflektiert, und wie bei einem Flipper kommt es einfach nur so zwischen diesen Atomen durch Stöße irgendwie durch und kann die Goldfolie verlassen, und da gibt es ja ganz, ganz wenig Winkel, unter denen man diese Goldfolie verlassen kann, und das deute ich jetzt mit unterschiedlich langen Pfeilen. Also die meisten werden mehr oder weniger geradeaus fliegen,
Und je größer der Winkel, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir die Fläche unter diesem Winkel verlassen können. Und die mögliche Erklärung dazu: Es gibt etwas Platz zwischen den Atomen, die Alpha-Teilchen werden in der Gurtfolie mehrmals reflektiert. Und das Problem an dem Experiment von Rutherford ist, dass wir mehr oder weniger eine Mischung von beiden gesehen haben. Also erstens gab es Teilchen, die einfach reflektiert wurden. Es gab mehr oder weniger gestreute Teilchen, aber es gab auch nicht ganz so unwahrscheinliche Winkel, die bei so 70, 80 Grad lagen. Und das könnte man mit der Thomsonschen Atomvorstellung nicht erklären. Und jetzt noch eine kurze Ergänzung. Diese mehrmalige Reflexion in dieser Goldschicht würde man als Streuung bezeichnen. Rutherford hat ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem sich das Experiment dennoch erklären ließ. Wir werden uns jetzt einfach nur die Idee anschauen, wie das zu deuten ist. Also erstens, tatsächlich werden die meisten Alpha-Teilchen beim Passieren der Goldfolie nicht beeinflusst. Das bedeutet, das Thomsonsche Modell muss irgendwie korrigiert werden. Und jetzt kommen wir zu der Korrektur, zu dem Rutherfordschen Atommodell. Und zwar haben wir wieder das Alpha-Teilchen und jetzt kommen wir zu der Goldfolie. Und diesmal haben wir die großen Kreise, das sind die Atome selbst, und die kleinen Kreise oder die Punkte, das sind die Atomkerne. Und dann können sozusagen zwei Dinge passieren. Entweder fliegt das Alpha-Teilchen an den Atomkernen irgendwie vorbei. Das bedeutet, das Alpha-Teilchen kann die Goldschicht einfach so passieren, ohne mit der Goldfolie großartig interagiert zu haben. Oder das Alpha-Teilchen trifft auf einen Atomkern und wird an diesem Atomkern gestreut. Und das Verblüffende dabei ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Atome gestreut werden. Und wir haben jetzt eine Schicht, die aus ungefähr 1000 Atomen besteht. Und dennoch können die Alpha-Teilchen in den meisten Fällen einfach so durchfliegen. Das bedeutet, verglichen mit dem Atomdurchmesser müssen die Atomkerne ausgesprochen klein sein, sodass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die Atomkerne treffen. Und das Größenverhältnis ist so weit auseinander, dass es einfach unmöglich ist, das Ganze vernünftig zu zeichnen. Aber dazu sage ich was. Also durch diese Vorstellung kommen wir zu dem Rutherfordschen Atommodell und das besagt, Atome bestehen aus einem festen Atomkern, der von einer Elektronenhülle umgeben ist. Ja, damals wusste man, dass sich in den Atomen Elektronen befinden und das bedeutet, diese Vorstellung muss auf jeden Fall da mit eingebaut werden. Die Alpha-Teilchen können nur an den Atomkernen gestreut werden. Da die meisten Alpha-Teilchen nicht gestreut werden, ist es sehr unwahrscheinlich, einen Atomkern zu treffen. Und verglichen mit dem Atomradius ist ein Atomkernradius sehr klein, beziehungsweise sehr, 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 sehr klein. Genaue Messungen und auch Rechnungen ergeben nämlich Atomradien im Größenbereich von 10 hoch minus 10 Meter. Und Atomradien liegen in einem Bereich von 10 hoch minus 15 bis 5 mal 10 hoch minus 15 Metern. Also ein Atomkern hat einen Radius, der 10.000 mal kleiner ist als ein Atom. Ich erinnere mich an eine Folge von Alpha Centauri, wo Harald Lesch, der damals in München gearbeitet hat, gesagt hat, wenn ein Atom das, die Allianz Arena, wo Bayern München spielt, wenn das jetzt ein Atom wäre, wäre ein Atomkern ein Reiskorn
der in der Mitte des Anstoßkreises liegt. Also, und noch verblüffender ist das Ganze, wenn man sich überlegt, dass die gesamte Masse sozusagen in diesem Atomkern steckt. Also das ist unvorstellbar, welche große Dichte so ein Atomkern haben muss.